Messetag 3, ich bin jetzt hier bei Inelco Grinders. Ich habe auch den Bernd hier von Inelco Grinders. Dänische Firma, ne? Jawohl. Und wir haben die, wenn man es schon hört, Inelco Grinders, geht um Wolfram-Elektroden-Schleifen und speziell Nass-Schleifen. So, und jetzt will uns der Bernd ein bisschen was dazu erzählen. Ja, hallo, ich bin der Bernd von Inelco. Wir sind Hersteller von Wolfram-Elektroden-Schleifgeräten. Die Elektrode ist leider beim Wigschweißen ganz oft das Stiefkind und wir kümmern uns darum, damit das Ergebnis beim Wigschweißen einfach besser wird. Wenn ihr wollt, zeige ich euch mal kurz unsere Maschine. Ja, bitte. Ne? Wir haben hier ein Gerät, das hat eine Diamantscheibe drin, mit dem wir das harte Wolfram schleifen können und einen präzisen Schliff machen. Es gibt verschiedene Geräte, manuelle Geräte, wo wir die Elektrode einführen und manuell drehen. Und dann entsprechend anspitzen. Hier schwingen wir zu einem Gerät, das im Prinzip mal alles kann. Das Gerät macht im Prinzip den gleichen Vorgang, aber wir können hier automatisch schleifen. Das heißt, wir führen die Elektrode ein, schleifen das Gerät. Ja. Es wird geschliffen und in der Zeit kann ich schon mit der zweiten Elektrode nachlegen und bin dadurch einfach schneller. Das ist für Leute, die sehr viele Elektroden schleifen müssen. Mhm. Die haben dadurch einfach einen höheren Durchsatz. Okay. Und eine nass geschliffene Elektrode hat natürlich deutlich höhere Standzeit. Die Spitze ist glatter, sauberer, da läuft der Lichtbogen einfach besser drüber. Mhm. Dann haben wir hier ein Gerät, das kann die Elektrode auch noch abschneiden. Das heißt, wir können Elektroden bis zu 8 mm abkürzen, okay, anspitzen und noch stumpf schleifen. Okay. Stumpfschliff? Stumpfschliff kommen wir gleich dazu. Abschneiden machen wir hier mit einer separaten Cut-Einheit. Da haben wir hier, wenn du mal kurz rumkommst, hier noch eine separate Trennscheibe drin, die die Elektrode auf die Länge abschneiden kann, die ich mir hier einstelle entsprechend. Hier kann ich mir die Länge einstellen und schneide die dann entsprechend ab. Okay. Stumpfschliff ist die Geschichte, die viele Leute beim Wigschweißen einfach nicht kennen. Jeder von uns lernt ursprünglich irgendwann mal, je spitzer die Elektrode, desto besser ist mein Lichtbogen, desto toller ist mein Einbrand. Habe ich auch 30 Jahre so behauptet, muss es mittlerweile ein bisschen revidieren. Wir sehen hier auf der Kamera zum Beispiel schon ein Bild zwischen Spitzenlichtbogen und stumpfen Lichtbogen. Wenn wir das mal hier zünden, sehen wir schon die Unterschiede zwischen den beiden Lichtbögen. Der Verschleiß der Elektrode, wenn wir nochmal zurückgehen, nehmen wir ein bisschen vor. Der Spitzenlichtbogen ist deutlich instabiler, unruhiger und hier haben wir diesen sogenannten Halo-Effekt, wo auch der Verschleißbetrieb fällt beim stumpfen Lichtbogen komplett weg. Noch besser sieht man es hier bei der Rohrschweißung. Die Wärmeeinflusszone, die Nahthomogenität ist deutlich besser bei einem stumpf geschliffenen Elektrode wie bei der Spitze. Natürlich kriege ich auch mit der Spitze super Ergebnisse hin. Also jetzt nicht so verstehen, dass hier alles verkehrt wäre. Aber man kann auch deutlich bessere Ergebnisse rauskitzeln, vor allem bei mechanisierten, automatisierten Schweißen. Ne? Wenn einer eine 10 mm Treppenwange schweißt mit 250 Ampere, ist es relativ egal, welche Spitze ich dran habe und mit was ich schleife. Aber es ist wie bei allem, ich kann mich schwer tun oder ich kann mich leicht tun. Ja. Und mit einem nass geschliffenen Elektrode, mit unserem Gerät, können wir die Ergebnisse einfach nochmal optimieren und das Letzte rausholen, was wir beim Schleifen machen können. Ne? Ja, okay. Damit haben wir im Schnelldurchlauf schon mal alles gesagt, was zu unseren Geräten zu sagen wäre. Jetzt habe ich gerade noch Nassschliff. Was ist der Vorteil gegenüber Trockenschliff? Ein Trockenschliff, wir schleifen Wolfram, ein sehr hartes Material. Das schleifen wir an einer Diamantscheibe. Folglicherweise, wenn ich trocken schleife am Schleifbock, am Bandschleifer oder mit einem Trockenschleifgerät auch von uns, entsteht immer ein Funken beim Schleifen. Und ein Funken ist schon wieder Oxidation der Oberfläche. Okay. Die Oberfläche ist zerstört und es wird Material ausgerissen. Heißt, die Standzeit der Elektrode wird einfach kürzer. Okay. Das also ist beim jeden Fall zünden. Genau. Okay. Und unser nasser Schliff ist einfach glatter. Und je glatter eine Oberfläche ist, desto weniger Angriff bietet sie für Zerstörung. Okay. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Okay. Ja? Also du wirst dann eher Nassschliff? Auf jeden Fall Nassschliff. Natürlich teurer, aber für Privatkunden, klar, aber in der Industrie, so ein Gerät hält 20 Jahre, das kostet dann im Jahr 200 Euro. Also das ist nicht, sollte nicht das Investitionsthema sein. Okay. Ne? Gut. Das war ein sehr, sehr schneller Durchlauf, aber wir haben damit alles
schon mal kurz schnell gezeigt. Okay. Ne? Wie gesagt, ich habe ja auch noch dieses kleine Trockenschliffgerät von denen daheim mit Akku. Genau. Das werde ich dann auch im Folgenvideo auch noch vorstellen. Genau. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter ein. Und dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage vielen Dank. Ciao. Tschüss, mach's gut.